Hallo und willkommen zum heutigen Topspiel bei Last Gaming. Das Champions League Finale steht vor der Tür. Und beide Mannschaften sind, denke ich mal, optimal motiviert. Es geht heute schließlich um einen der höchsten Pokale. Für nicht sogar um den höchsten Pokal. Und da sind wir mal gespannt, wie beide Akteure hier zu Werke gehen werden. Beide haben sich da, ich will nicht sagen durchgewurstelt, aber hatten doch Glück, Real gegen Juve. Ja, da mit dem Elfmeter, Liverpool gegen Rom. Und jetzt die erste Chance und die erste Latte für Liverpool. Ärgerlich. Wäre natürlich geil gekommen, wenn der direkt schon drin gewesen wäre. Aber so müssen wir noch ein bisschen länger warten. Klopp, ein bisschen außer Rand und Band. Ah, es ist ja noch ein bisschen zu spielen. Aber wie gesagt, Liverpool eigentlich mit doch etwas Glück gegen AS Rom. Hätten da vielleicht den einen oder anderen Elfmeter mehr bekommen müssen, finde ich mal. Und ja, Real Juve, da lässt sich natürlich drüber diskutieren, war es Elfmeter oder war es keiner. War es logisch in dieser Situation zu pfeifen oder nicht? Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Und die Bayern, ja, die haben ja jetzt den Pokal auch verloren gegen Frankfurt. Gegen die hat es dann letztendlich gereicht und ja, deshalb stehen hier beide Mannschaften im Finale. Ich freue mich drauf. Ich kann das Spiel gar nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Also es wird schwierig, hier einen Favoriten vor dem Spiel herauszukristallisieren. Es wird wirklich gar nicht mal so einfach, weil beide eigentlich sehr gut nach vorne sind, aber in der Defensive auch öfter anfällig. Aber wie gesagt, schauen wir mal hier mal Ronaldo am Ball. Aber das mit dem Passen, das kann er auf jeden Fall besser. Das weiß er auch, glaube ich. Jetzt vielleicht mal über links über Ronaldo. Groß. Ja, da streiten sich zwei und zwei sich streiten, wissen wir, dann freut sich natürlich der Dritte. In diesem Fall ist das der Verteidiger von Liverpool. Aber Real drückt. Die wollen hier das 1-0 machen. Oh. Oh, das war gar nicht mal so ungefährlich. Der Ball wird noch abgefälscht, dadurch kommt der Torwart erst spät ran. Aber es ist noch mal gut gegangen für Liverpool. Da hatten sie noch mal Glück. Und vielleicht jetzt die Konterchance über Mané. Mané. Schöner Pass und der muss doch... Was hat er denn jetzt gemacht? War der Ball abgefälscht? Jetzt gibt es noch mal gelbe Karte für Bale. Wir sehen gleich warum. Ah ja, für diesen kleinen Rempler... Naja, okay. Kann man geben, muss man, finde ich, jetzt nicht. Nein, der Ball war nicht abgefälscht. Also weiß der Geier, was er da geplant hatte, wo der Ball da hingehen soll. Vermutlich zum Mann im Mond. Ja, Liverpool bis jetzt mit zwei Großchancen. Real, naja, mit einer halben. Aber Benzema auf Ronaldo. Ronaldo, die Flanke kommt. Bale, Pfosten. Eieiei, ist das heute ein Spiel? Schon zweimal, nein, dreimal sogar Aluminium, oder? Wahnsinn. Da haben die Liverpooler nochmal Glück im Unglück. Also an Torchancen mangelt es heute nicht. Das steht schon mal fest. Jetzt muss nur noch einer das Tor treffen. Vielleicht jetzt durch einen Standard. Und da kommt der Ball, wird aber geklärt. Aber Real bleibt weiterhin im Ballbesitz. Groß. Bale. Kein Foul. Und die Liverpooler schlagen erstmal den Ball weg. Bringt allerdings nichts, landet wieder bei Real Madrid. Und die setzen natürlich direkt zum nächsten Angriff an. Modric. Auf Ronaldo. Und jetzt die Chance. Aber Karius hält. Es gibt wieder Eckball für Real Madrid.
Ja, da lenkt er den Ball noch irgendwie übers Tor. Aus der kurzen Distanz so ein Kracher, den kann man halt eben auch mal so ablenken. Und jetzt groß mit dem Eckball. Wird er wieder kurz. Jawohl. Wieder die gleiche Taktik. Und jetzt Bale und Tor. 1-0 für Real Madrid in der 32. Minute. Ein Tor hat sich ja angedeutet. Für wen war noch unklar. Beide hatten gute Chancen und Bale bringt seine Mannschaft hier in Führung und der Kameramann fliegt quasi durch die Spieler. Wahnsinn, was hier abgeht. Wahnsinn. Ja, schön gemacht. Durch drei Spieler durch Bale mit dem 1-0. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt ist Liverpool natürlich in der Pflicht. Jetzt müssen sie zeigen, was sie können, vor allen Dingen offensiv. Jetzt müssen sie volles Risiko fahren. Ein Rückspiel wird es nicht geben. Von daher, Liverpool gibt Gas. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, für wen ich hier sein soll. So wirklich, wem ich es wirklich gegönnt hätte, wäre AS Rom. Den hätte ich jetzt wirklich den Pokalsieg gegönnt. Haben sich super zurückgekämpft gegen Barcelona und gegen Liverpool eigentlich auch. Aber jetzt wieder Real am Drücker. Ronaldo auf Groß. Casemiro. Ja, Real hat jetzt natürlich die Trümpfe in der Hand. Die erste Halbzeit neigt sich langsam dem Ende entgegen und jetzt kommt Bale. Boah, vertändelt da den Ball. Hätte ihn vielleicht früher in die Mitte schlagen sollen, aber Real bleibt im Ballbesitz. Modric, Bale, Modric. Die Flanke auf Groß wird geblockt. Aber Real bleibt weiter im Ballbesitz. Die haben jetzt richtig Bock. Groß. Na, der kommt nicht durch. Schade. Ja, die Liverpooler Offensive findet eigentlich nach anfänglichen Erfolgen gar nicht mehr statt. Aktuell nur Real Madrid am Drücker. Und der Ball landet aber auch wie verhext immer wieder bei einem Realspieler. Ja, vielleicht jetzt mal die letzte Chance für diese Halbzeit für Liverpool. Schauen wir mal. Oh, nein. Oh, wenn der durchgegangen wäre, das wäre gefährlich geworden. Jetzt Halbzeitpfiff im Champions League Finale. Real Madrid führt 1-0 gegen Liverpool. Beide hatten Chancen, also Real aber seit der 20, 15. 20. Minute würde ich sagen, klar die bessere Mannschaft. Hier nochmal der Schuss. Das wäre natürlich das Ding gewesen. Wenn er den macht, geht das alles ganz anders aus. Aber wie gesagt, beide hatten Chancen. Real mit dem Chancenplus, mit mehr Ballbesitz. So ab der 15. 20. Minute eigentlich nur noch Real am Drücker. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Klopp hier seine Mannschaft in der Kabine einheizen wird. Er muss sie auf jeden Fall anfeuern. Sie müssen jetzt alles geben, was sie können. Hätten sie vorher auch schon müssen, aber jetzt geht es noch um viel mehr. Wenigstens den Ausgleich, dann geht es in die Verlängerung. Aber wie gesagt, es gibt kein Rückspiel und jetzt geht es weiter mit Halbzeit 2. Und Liverpool muss jetzt mal zeigen, dass sie auch Fußball spielen können und den können sie eigentlich auch spielen. Vor allen Dingen in der Offensive. Aber nach wie vor erstmal wieder Real am Drücker. Bale. Ah, der Pass kommt nicht so an, wie er das sich vorgestellt hat. Und vielleicht sehen wir jetzt mal eine Chance für Liverpool. Ja, das Wörtchen, wenn das Wörtchen vielleicht nicht wäre. Wie man so schön sagt, wenn der Hase nicht geschissen hätte, ne, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er der Hase geritten. Oder besser gesagt, hätte er den Hasen bekommen, so. Und das ist ja auch so, Liverpool offensiv nicht vorhanden aktuell. Seit der Großchance ist nicht mehr viel los. Und Real drückt und drückt und drückt. Natürlich, sie wollen das 2-0 machen, das ist äußerst wichtig. Wenn es 2-0 steht, hat man schon mal ein bisschen Luft. Weil hier der Ausgleich und ja, dann geht es in Verlängerung und das wäre natürlich dann doch wieder ein bisschen kräfteraubend. Und jetzt gibt es Elfmeter, oder?
Gibt es Elfmeter? Oder was? Freistoß? Wir schauen. Das ist knapp. Was? Es gibt erstmal den Wechsel. Casemiro geht und Isco kommt bei Real Madrid. Aber das ist der Freistoß so. Habe ich mich so verschaut? Das sind wahrscheinlich noch die Nachwirkungen von gestern. Nein, es gibt doch Elfmeter. Ich wollte gerade sagen. Und Henderson ist verletzt. So, Ronaldo schießt. Und arrogant wie immer. Da packt er einfach den Lupfer aus. Wahnsinn. Karius im falschen Ecken. Aber Ronaldo hier auch im Fotografen drin. Und Wahnsinn. Macht er halt eben mal den Lupfer. Und wer kennt ihn nicht, unseren guten Kameramann? Wahnsinn. Hier die Wiederholung. Na, hat der Bock. Zack. Also, man muss sagen, die Eier musst du halt eben auch mal haben, hier im Finale dann so einen Lupfer rauszuhauen. Wenn der nämlich in die Hose geht, bist du für alle der Buhmann. Wenn es klappt, bist du natürlich im Endeffekt für alle anderen außer Real Madrid der Buhmann. Aber ihm wird es egal sein. Ihm sowieso. 2:0. Real Madrid führt. Und jetzt wird es richtig eng für Liverpool, die jetzt wechseln. Milner geht und dafür kommt Can. Emre Can. Jetzt schauen wir mal, ob die Liverpooler eine Antwort finden oder... oder auch nicht, ne? Ja, offensiv, wie gesagt, ist eigentlich nur Real am Drücker. Vielleicht hat das Tor Liverpool doch so sehr geschockt, also, aber so kenne ich sie eigentlich nicht. Was die Offensive angeht, wie gesagt, sind sie doch eigentlich eher eine Mannschaft, die öfter mal ein ordentliches Feuerwerk da vorne abbrennen lassen. Aber was sie heute hier spielen, ist nicht das Liverpool, was ich kenne. Wahrscheinlich auch nicht das, was die Fans und der Trainer kennen. Ärgerlich. Gut, Real Madrid, die Fans und die Spieler würde es freuen. Aber vielleicht jetzt mal. Boah, was war das denn für ein Pass? Es ist nicht dein Mann, Junge. Ja, Isco geht halt eben mal gemütlich seines Weges. Ja, aber ab und an ist die Liverpooler Abwehr dann doch noch auf der Hut. Sind heute mal gar nicht so schlecht, weil sonst hätten sie mit Pech schon mehr Tore bekommen. Und jetzt wieder Bale. Jetzt müsste er über außen passen. Hat er auch gemacht. Jetzt müsste die Flanke kommen. Die Flanke kommt. Tor. 3:0. Jetzt geht hier aber alles rund. Ronaldo mit dem zweiten Tor. Wahnsinn. Hier erleben wir das Feuerwerk von Real Madrid. Die zeigen mal wirklich, was sie drauf haben. Gar nicht mal so schlecht. Da kommen zwei Spieler direkt reingeflogen. Weder der Torwart noch die Abwehr kann es verhindern. Oh, es war sogar ein Eigentor von Alexander Arnold. Das ist natürlich doppelt bitter. Ja. Naja. Es geht weiter, aber ich gehe mal davon aus, dass Liverpool jetzt, wenn sie Pech haben, komplett unter die Walzen kommen. Ja, fängt schon an hier Nervosität im Aufbauspiel und Real Madrid direkt wieder wach und vorne mit dabei, Ronaldo. Und der zieht einfach mal ab und Tor. Wahnsinn, hat der Junge Bock. Ja, 4:0 in der 75. Minute und so einfach und so schnell geht das. Und da geht er noch provokant bei hier bei den Liverpool-Fans. Der Junge, der hat Bock. Heute macht er eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ja, da denkt er sich, ja gut, ziehen wir halt eben einfach mal ab. Ein Schuss, ein Tor, Ronaldo, ne? Also es gibt ja viele sagen, er wäre arrogant, dies und das. Aber eins muss man halt eben sagen, er kann Fußball spielen. Das ist halt eben mal so. Und das kann er sogar sehr gut. Wie seine Art dann letztendlich ist, wem die gefällt oder nicht, das ist dann jedem seins. Aber hier hat er immerhin sein zweites Tor.
wenn das Eigentor nicht gewesen wäre, hätte er sogar den Hattrick hier gemacht. Ein bisschen Pech, aber kann man mal so machen. Ja, jetzt wird's, jetzt passiert genau das, was ich gesagt habe. Wenn Liverpool jetzt Pech hat, bekommen sie noch ein, zwei Treffer, aber vielleicht mal jetzt. Oder auch nicht. Real Madrid heute einfach in Bombenform, das muss man halt eben mal so sagen. Salah, von dem man heute gar nicht viel sieht, obwohl er doch so ein guter Fußballer eigentlich auch ist, ist ja auch bei der WM dabei, bei Ägypten. WM werden wir hier bei Last Gaming, beziehungsweise ich, auch als Top-Spiele bringen. Wie viele Spiele und welche da kommen, muss ich schauen, weil die Möglichkeiten sind ja eingegrenzt, da nicht alle Mannschaften dabei sind. Aber größtenteils, wenn ich genug Zeit habe, würden auf jeden Fall einige Spiele erscheinen. Wer da Lust hat, kann da natürlich auch gerne reinschauen. Ja, jetzt sind noch knapp 3 Minuten zu spielen. Vielleicht gelingt wenigstens Liverpool der Ehrentreffer. Aber ich glaube beinahe nicht. Bale? Na, schade. Aber gut, Real muss auch nicht mehr viel machen. 4 Tore, wer hätte vor dem Spiel gedacht, dass die das Ding hier 4-0 gewinnen? Also ich eher nicht. Ich hätte eher so gedacht, so 3-2 oder sowas. Aber 4-0 ist schon stramm. Aber es ist ja noch ein bisschen. Vielleicht schafft es Liverpool ja doch noch ein Tor zu schießen. Mané. Nein. Die Luft ist raus. War heute noch nicht wirklich drin. Liverpool verliert 4-0. Überraschend hoch im Champions League Finale. Real Madrid gewinnt die Champions League diese Saison mit einer Bombenleistung. Verdient, würde ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ihr schaltet nächste Woche. Quatsch, es gibt gar keine nächste Woche mehr. Ihr schaltet bei der WM wieder ein, wenn es wieder heißt Topspiel bei Last Gaming. Und hoffentlich entschuldigt ihr auch, dass das Stadion nicht das des Austragungsortes ist. Das ist mir auch gerade aufgefallen, das ist nämlich das Falsche. Und ja, ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß bis zur WM ohne Fußball. Und dann hören wir uns wieder und sehen uns vielleicht wieder. Bis dann, ciao, ciao.